Skispringer Andy Kofler ist heute zu Gast, aber jetzt eigentlich Ex-Skispringer. Erzähl einmal, warum mit 34? Ja, als erstes mal vielen Dank für die Einladung. Es ist eine Ehre für mich, muss ich sagen, auch den Weg einmal zu euch zu schaffen. Ist natürlich, ja, hätte man es lieber in einem anderen Rahmen gewünscht. Wenn Erfolg da ist, tut man sich das auch noch leichter. Jetzt ist es aus einem anderen Grund. Wie gesagt, mein offizielles Karriereende habe ich bekannt gegeben jetzt oder ist jetzt Zeit geworden dafür. Und zwar Gründe gibt es viele. Also ich habe aber rückblickend auch sehr, sehr schöne Zeiten haben dürfen beim Skispringen und ja, versuche jetzt einfach neue Wege zu gehen. Also ich glaube, es wäre Zeit. Jetzt bin ich, wie gesagt, werde ich bald 35 und ja, schaue auf jeden Fall nach vor und gehe mal einen neuen Weg. 2001 hast du gestartet, ja? Und was waren so deine Momente, wo du sagst, Ma, da schaue ich wirklich so gern zurück, das war ein absolutes Highlight für mich? Ja, da gibt es viele. Also Gott sei Dank habe ich wirklich eine schöne Karriere gehabt mit vielen Höhen und auch vielen Tiefen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Gehört aber dazu zum Spitzensportbereich. Wichtig war, dass ich nie aufgeben habe und dass ich mich immer wieder zurückkämpfen habe können. Ja, ich betone es immer wieder, die schönen Momente sind eigentlich die, was man dann auch mit den Kameraden teilen hat können. Natürlich ist Skispringen ein Einzelsport und das macht das Ganze halt dann auch so präsent, dass man trotzdem untereinander sehr gut auskommen muss in der Mannschaft und ja, solche Erfolge, die was man gemeinsam feiert, auch ein Teambewerber, die schweißen natürlich zusammen. Also da war jetzt zum Beispiel Vancouver 2010 mit der Goldmedaille in der Mannschaft, Turin 2006 auch Olympische Spiele mit der Mannschaft Goldene gemacht und Silbermedaille im Einzel. Das waren eigentlich so die schönen olympischen Medaillen noch. Und für Schanzentournee, da ist es dann auch so gewesen, dass der Lötzl Wolfi das Jahr davor die Tournee gewonnen hat. Und da habe ich dann können anschließen. Das war natürlich auch toll. Da sind wir auch gemeinsam am Stockerl oben gestanden. Und eben wie gesagt, die Augenblicke, wenn man die teilen kann, dann sind sie gleich nochmal viel mehr wert. Ja. Wie kann man sich jetzt einen Tag vorstellen von einem Skispringer? Ein Tag, ja gut. Ja. Wir haben ja viele verschiedene, sage ich jetzt mal, Trainingstage. Aber jetzt so ein klassischer Trainingstag, wie man sich das vielleicht am besten vorstellen kann, ist sicher so, wenn man jetzt in der Früh aufsteht. Wir machen normalerweise ein Guten Morgen-Ritual, dass wir halt einfach rausgehen, dass man sich einmal aktiviert. Dann gehen wir frühstücken. Nach dem Frühstück wird einmal besprochen, zum Beispiel, was jetzt beim Training gemacht wird vor Ort. Ja, oder die Ziele auch gesetzt, dann macht man einmal die erste Trainingseinheit am Vormittag und der Mittagspause, Nachmittag meistens dann die nächste Einheit und individuell halt auch angepasst an Wehwehchen, wenn man das hat und das kommt unweigerlich einmal vor. Und ja, und dann meistens Videoanalyse, wird einmal reingeschaut, wird die neuen Eckpunkte festgelegt, beziehungsweise wird man schauen, dass man auch richtig getan hat und dass man auch was weiterbringt. Und so handelt man sich halt dann von Tag zu Tag vorwärts. Und das ist jetzt einmal ein Trainingstag auf der Schanze. Ja. Man muss ja auch, glaube ich, mit der Ernährung sehr aufpassen. Also gerade als Skispringer auf das Gewicht und alles. Ist das jetzt sehr belastend oder sagst du, es ist eigentlich ganz gut gegangen? Nein, natürlich gehört das dazu. Also Skispringen ja, ist halt nochmal so ein leichter Pfleger, einfach besser. Und ist einfach leichter zum Händeln. Das ist, glaube ich, so das Hauptaugenmerk. Ja, es ist part of the game. Es ist natürlich, je älter man wird, desto schwieriger wird die ganze Geschichte. Wenn man jetzt so unbekümmert mit 17, 18 Jahren, da tut man sich einfach leicht. Mit dem Alter wird es zunehmend schwieriger. Aber nichtsdestotrotz, es ist alles machbar. Es ist ja, eine Frage der Gewohnheiten auch. Und dadurch, dass man halt auch wirklich Vollprofi ist, ja, macht man die Bereiche dann schon so, wie sie gehören und erfüllt das einfach, was man auch Vorgaben hat. Und es ist auch wichtig, ja, sich das gut einzuteilen. Die ganze Saison über das durchzuziehen ist immer schwierig, aber mit seiner Wintersportart und da liegt auch der Fokus. Wo waren so deine Niederlagen? Niederlagen hat es viele gegeben. Also ich glaube, es hat in einer Sportlerkarriere viel mehr schwierige Tage geben wie ganz schöne Tage. Das ist so. Weil man kann nicht jeden Tag gewinnen und man kann nicht jeden Tag einen großartigen Erfolg einfahren.
Das dauert einfach und das braucht halt Zeit, bis man dorthin kommt. Viele schaffen es gar nicht. Verletzungen und muss ja sagen, gehört auch viel Glück dazu. Aber schwierige Tage habe ich mehrere gehabt. Also es waren natürlich einmal mit Stürzen verbundene Tage, wo man sagt, ja, da sind dann Ziele, was man sich gesetzt hat, auch gleich einmal zunichte gemacht worden. Und muss man sich halt dann wieder neu aufrichten und natürlich auch dann von normalen Tiefs. Also wie gesagt, sicher eine sportliche Karriere besteht nicht nur aus Hochs, sondern auch eben aus schweren Tagen. Und die kommen unweigerlich. Also es gibt keinen Sportler, glaube ich, der was durchgängig oben bleibt. Und wie hast du dich immer wieder aufgebaut, dass du weitermachst, auch wenn jetzt solche Niederlagen passiert sind? Ja, eigentlich war es gar nicht so schwierig. Also wenn man jetzt Herzblutsportler ist und das auch mit Leidenschaft betreibt, dann glaube ich, kann man das ja jeder bestätigen, dass die Motivation eigentlich das Geringste ist, das aufzuwenden. Einfach, weil man setzt sich Ziele und man muss die ja innerlich so verankern, dass die wirklich auch einen Antrieb geben. Und das sind sehr wohl ausgesuchte und bedachte Ziele. Und deswegen sind die ja mit sehr vielen Emotionen verbunden meistens, weil es halt ein langer Weg dorthin ist. Aber keine Garantie hat, dass man das wirklich erreicht. Wann ist das Pensionsalter für Skispringer? Ist es so über 30? Ja, ich sage jetzt einmal, das ist jetzt fast der Klassiker. Ja. Mhm. Also es gibt sehr viele, die sicher in dem Altersbereich die Karriere beenden. Viele eben, wie ich schon davor gesagt habe, müssen es wegen einer Verletzung machen oder wegen anderen Problemen, sage ich jetzt einmal. Ich kann mir es Gott sei Dank raussuchen. Ich darf meine Karriere beenden, weil ich sie jetzt beenden will und weil ich einfach das Gefühl habe innerlich, es wäre Zeit für neue Wege. Und deswegen habe ich mich auch zu dem Weg entschlossen. Ich meine, es hat schon natürlich ein bisschen früher begonnen, das Ganze. Das ist jetzt nicht keine Entscheidung von heute auf morgen. Aber es ist einfach gereift und jetzt bringe ich es halt einfach zum Ausdruck. Wann hat das so begonnen, dass du gesagt hast, okay, so jetzt wird es, glaube ich, zum Ende zugehen? Begonnen hat das, sage ich jetzt einmal, sicher letztes Jahr. Ich habe ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Ich habe auch keine Wettkämpfe bestreitet. Du hattest auch eine Autoimmunerkrankung. Ja, genau. Ja. Und haben dann eigentlich da realisiert, dass ich mich nicht immer zu 100% auf meinen Körper verlassen kann, sondern dass es auch mal ein Zeichen gibt, vielleicht einmal umzudenken. Und da sind so die ersten Fragen einmal aufgetaucht, mit denen, was ich mich dann wirklich einmal müssen intensiv auseinandersetzen. Bis jetzt war es ja immer umgekehrt, dass ich mich jeden Tag verlassen habe können. Und der hat mir halt dann einfach ein Zeichen gesetzt, wo er gesagt hat, du, so geht's nicht, jetzt müssen wir uns ein bisschen mehr zusammenraffen. Wir zwei. Und das ist uns dann auch, oder haben wir wieder geschafft, das ist jetzt ganz gut gegangen, muss ich sagen. Aber es hat lang gedauert und da hat das Ganze sicher begonnen. Glaubst du wirst diesen Schritt irgendwann einmal bereuen? Glaube ich nicht. Also ich gehe mit sehr viel Frieden aus dem Ganzen außer. Wie gesagt, das ist auch ein Privileg, weil viele, wie gesagt, müssen aufhören, können nicht mehr, Verletzungen oder wie auch immer. Ich darf ausscheiden aus dem Ganzen und zwar nur mit einer positiven Bilanz für mich. Also es kommt natürlich viel, was da in die Waagschale reinkommt, aber ich resümiere positiv. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass ich es bereue. Vor allem, ich habe eine kleine Tochter, mittlerweile 11 Monate alt, eben eine Familie, wo ich auch anständig da sein will, wo sie unterstützen will und das bestärkt mich dann nur mit meiner Entscheidung. Und du machst jetzt ganz was anderes weiter. Also es geht sogar Richtung Polizei. Ja, also ich habe ja 2007 damals angefangen mit meiner Ausbildung als zum Polizisten. Habe da im Spitzensportkader die Möglichkeit gekriegt zu trainieren, meinen Skisprungberuf zu 100% auszuüben. Und jetzt werde ich da dem wahrscheinlich wieder einsteigen. Also es ist noch nicht ganz zu 100% abgeklärt, die ganze Sache. Aber ich habe eigentlich damals auch die Ausbildung angefangen, um wirklich auch in dem Bereich noch tätig zu sein. Und jetzt schauen wir, dass wir den Kreis zerschließen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf neue Aufgaben. Ich bin mir sicher, es gibt auch genügend zu tun, vielleicht eben auch unterstützend, sage ich jetzt einmal, im Jugendbereich irgendwo etwas zu machen. Möchte auch gerne was weitergeben von meinen Erfahrungen oder die, was ich da gemacht habe.
Und wenn es da jemandem hilft, dann habe ich eine Riesenfreude damit. Und ich weiß, dass es einfach fürs Skispringen auch wichtig ist, dass es weitergeht. War das immer Option Polizei oder hast du gesagt, okay, es könnte auch was anderes sein, sollte es nicht funktionieren? Nein, sowieso. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass das Herzblut bei der Sache ist. Also ich wäre auf jeden Fall einen Weg einschlagen, da wo ich dahinter stehe und wo ich einfach das Gefühl habe, das ist für die längerfristige Planung das Richtige. Und ich werde versuchen, von meinen sportlichen Erfahrungen und von meinem Weg, dem, was ich da öfter mal profitiert habe, auch im normalen beruflichen Leben einzubinden und das auch umzulegen. Was sagt denn deine Familie dazu? Ist beruhigt, weil Skispringen ist ja auch mit einem Risiko verbunden? Oder sagen sie, ja, das Polizei eigentlich auch, ja? Aber ja. Wie gehen Sie damit um? Ja, sie gehen eigentlich sehr positiv damit um. Also sie stehen da wirklich hinter meiner Entscheidung. Sie sagen, es war eine tolle Zeit und du hast eben auch tolle Erlebnisse feiern dürfen. Und das war ja auch so. Also ich habe immer auf sie zählen können. Und sie sind jetzt dann schon auch froh, wenn sie mich öfter mal haben. Und ich auch natürlich. Also es ist schon wirklich ein Einschnitt, aber wie gesagt, ein positiver Einschnitt. Und ich habe das Gefühl, ich gehe den richtigen Weg und freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Das ist sehr wichtig. Wir wünschen dir natürlich alles, alles Liebe. Dankeschön, Andi Kofler. Vielen Dank.